gehen wir hier auf die Brücke. Und da drehen wir den. Da drüber. Da kehren wir und dann gehen wir wieder Richtung Dorf. Überbrückung, da könnt ihr noch sagen, das ist eben sehr eng da. He? Das ist sehr, sehr eng hier. Und da muss wirklich aufpassen mit den Fußgängern, mit den Velofahrern. Das ist die engste Stelle auf der Rotlinie. Wenn man diesen Punkt gemacht hat, dann wird es wieder ein bisschen breiter. Aha, da wird jetzt gedreht und dann ist die Linie fertig. Jawohl. Und dann gehen wir wieder weg. Wir entfernen uns von dem Quartierwinkel vom Manto. Entfernen wir uns. Und auf dem Weg zurück zum Dorf kommen wir zu der Gondelbahn, die in die Richtung vom Kleinmatterhorn gehen. Das sehen wir jetzt gerade. Über das Quartier, das wächst auch noch ein bisschen, da kommen noch mehr Leute. Das ist zum Beispiel, das sind nur noch, das ist kein Spekulantenbaum mehr, das ist nicht mehr möglich. Das ist ein Einheimischer, der sich da noch das Haus macht. Und jetzt seht ihr hier die fantastische Aussicht, die ihr hier habt. Von diesem Quartier aus. Da seht ihr das Horo voll, mit dem Schweif innen nach dem. Seht ihr schon die Gondel, das Design von der Gondel. Und da kommen wir jetzt gerade an die Talstation von diesen Gondeln. Von da aus geht es dann rauf Richtung Furi, Schwarzsee, Kleinmatterhorn. Und da Kleinmatterhorn, ich habe eine neue Bahn bekommen vor 2 Jahren. Und das ist, die wäre also auch sehenswert. Wenn man mal länger Zeit hat.